Ja. Ein bisschen schneller. Ja, Snape. Sorry, Hermine. Du hattest vorhin schon deinen großen Auftritt mit der Pussy Gang. Schloss, das wird einfach so stehen. Das wiederum möchte ich nicht so stehen lassen. Komm, den Sprung schaffe ich. Ich bin eigentlich bescheuert. Ich habe zwar Charaktere gekauft, aber nicht die restlichen roten Steine. So, gehen wir mal ein paar blaues Zeug. Das habe ich ja gemacht. Das ist das eigentliche Canon. Besen brauche ich. Ich fliege wieder gegen. Lila Stutt! Wir haben ja am Ende vom ersten Film erfahren, dass nicht Snape derjenige war, der Harrys Besen verhext hat, sondern Quirrell, und Snape wollte eine Gegenformel sprechen, um Harry zu retten. Und jetzt ist Snape wahrhaftig dabei, Harry zu retten. Hey. Tschüss. Die Frage ist, wo ist der letzte Charakter? Der Charakter. Markus Flint. War das der Slytherin-Sucher im Stein der Weisen? Oder war es der Quidditch-Kapitän von Slytherin? An die Szene erinnere ich mich. Hier ist noch irgendwas, wo wir... Ah. Feuerwerk zerstört. Und dahinter ist direkt das Levelende. Wo ist mein Slytherin-Wappen? Hier ist es auch noch zu sehen. Über mir.
Wollte auf den Besen. Auf auf Familie zu wechseln. Ernsthaft Besen? Ich kann nicht hoch. Schade, hier geht er von alleine runter. Wie? Es wäre so geil, wenn man jetzt einfach hier mit dem Besen hochfliegt und dann da oben rein. Ravenclaw. Aber da oben habe ich gerade noch einen Stutt gesehen. Ja, da oben. Dort oben ist ein Stutt. Ich muss da irgendwie hin. Da kann man irgendwie hin, aber wie? Da wird sicherlich auch Slytherin sein. Muss da irgendwie hin. Oh Gott, wie? Oh Gott, wie? Also, wie komme ich da hin? Brauche ich auch einen bösen Zauberer? Hilfe. Nicht runterfallen, Snape. Bananensprung? Bananensprung. Okay. Aber hey, wir haben eh einen bösen Charakter hierfür gebraucht. Das ist von daher nicht schlimm. Millionen haben wir. Milliarde! Komm. Die 4 Millionen brauche ich noch. So. 250 Millionen. Eine Viertelmilliarde, so. Markus Flint! Vollständiges Hauswappen! Ja, durch Snape! Ich glaube, in der Session werde ich noch die 1 Milliarde haben. Wir haben ja jetzt auch gerade mal die Hälfte von dem ersten Film komplett. Schicken. Diesmal kaufst du dir aber rote Steine. Aus dem Weg! Das sind nicht die roten Steine.
Ich war aus Angewohnheit immer da reingehe. Ich will ins Eulenimperium. Das Eulenimperium. Irgendwo, keine Ahnung. Charakterstutz. Extra Herzen. Schneller zaubern. Ich würde eigentlich sagen, Schüler ein Gefahrfühler. Aber die Fühler sind unten. Deswegen bin ich mir so unsicher. Wo sind die Extraherzen? Da. Das wird einfach die längste Aufgabe, die ich jemals hatte. Und ich habe nicht vor, eher aufzuhören, bevor ich den ersten Film komplett habe. Also gehen wir in die verbotene Abteilung. Mit Snape! Habe ich gerade die Hermine-Katze bekommen? Okay! Ach, ich brauche Harry. Hermine, Glückwunsch, du bist jetzt die neue Harry. Sogar in seinem Schlafanzug. Scheiß Bücher. Verdammtes Backseat-Gamer-Spiel, das mir nicht sagt, dass die man zerstören kann. So viel Backseat-Gamerei. Aber das gibt es nicht an Backseat Gaming. Wie ich einfach anhand des Vorbeigehens schon 3 Millionen habe. Oh, so OP. Okay, Harry. Dann helf mir deinem schlimmsten Albtraum. Wahrscheinlich erstmal die Stutz einsammeln sollen, aber hey, ich bin ja hier schon wahrer Zauberer. Ich bin mehr als nur wahrer Zauberer gerade in dem Level. Ravenclaw! Das Eis noch. Bücher. Ich dachte, brauch ein Buch. Klappe, Katze. Klappe, habe ich gesagt. Ich bin böse. Da war das Buch, okay. Du hast das Level doch gerade erst vor ein paar Stunden gemacht. Wie kannst du das schon wieder vergessen haben, wo das Buch war? Ich hab halt ein Kurzzeitgedächtnis, na und? Ich muss hier nicht mal alles einsammeln. Ich werde so oder so eine Milliarde hier nach haben. Ach, Dumbledore. Theoretisch darf ich hier sein. Praktisch wiederum auch nicht. Das Spiel war zu faul, das zu programmieren. Klappe, Mrs. Norris, falls du so heißt. Sorry, Snape.
Ja, selbst für Snape geht Ausgangssperre. Hallo? Snape ist ein Lehrer, der darf hier sein. Ich finde, Lehrer sollten Immunität haben. Geh weg, du Katze. Also, wenn wir schon von Katze reden. So. Snape und seine Pussy! Na komm. Einfach weil mache ich das jetzt auf. Einfach weil. Weil ich es kann. Denn ich bin Professor Snape. Aber Snape hat das gar nicht geöffnet, Tricken. Aber ich habe mich mit dem Charakter in den Kobold verwandelt, der in Snape verwandelt war. So hat Snape den Tag gerettet. Snape hat generell so viel den Tag gerettet. Neville im Schlafanzug. Da hat er nicht gerettet, sorry. Fledermausviecher sind irgendwie weg. Oder muss ich erstmal die Spinnen? Ja! Ich muss erstmal Licht machen. Schlafanzug. Vollständiges Hauswappen. Und eine Milliarde Stutz. Oh. Na, dann werden wir 2 Milliarden Stutz kriegen. Auswappen vollständig. Juhu. 2 Level. 2 Level. Ich muss noch 10 Schüler in Gefahr retten, okay? Interessant. Dann gehen wir mal mit Professor Snape in den verbotenen Wald. Habe ich einen Geist bekommen? Oh, ich habe Harry. In seinem Dings. Trimagische Turnier. Was doch immer für eine Aufgabe das ist. Ist das die Drachenaufgabe? Oder ist das die Labyrinthaufgabe? Wieso habe ich den fetten Mönch dabei? Das fragen wir uns alle manchmal. Wo muss ich das überhaupt? Machen wir das böse Zeug. 1 von 10. Den Rest können wir ignorieren. Millionen. Ah, gib mir Snape zurück. Wieso ist da noch der Pfeil?
Ich hab's doch kaputt gemacht. Das ist nicht richtig registriert, das Spiel? Das wäre doof. Doof. Ey, mach nicht Bondage mit Snape! Hallo, Frau Pflanze!